Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft FeeCBeeS Infinity Skyblock. So, wir wollen jetzt heute weitermachen mit Witchery. Ja, wir müssen es weitermachen, aber naja. Wir brauchen für Mutandis, damit wir da weiterkommen, brauchen wir Eier, das haben wir zu Genüge. Mandrake Roots haben wir auch, auch wenn es mir so gefällt. Und Exhale of the Horned Run, das heißt, wir brauchen stinknormale Oak Saplings. Die braten wir jetzt mal hier drin. So, ich habe mir was überlegt, da wir ja nicht so viele Saplings hier drin haben. Würde ich einfach mal auf die ganz alte Methode gehen und einen Croc machen, aber dann schön Flux Infused. In der Zwischenzeit kann das da drüben schon mal brutzeln. Das kann weg. Mal schauen, wie der Eierstand ist. 5 von 65, statt 3 locker. So, wir brauchen für den Flux Infused Croc Obsidian Rods, 4 Stück. Können wir vielleicht schon machen. Wow. Ja, fertig. Mal schnell aufgeladen. Warum will ich das einfach so machen? Ganz einfach. Ich habe jetzt keinen Bock, hier den Server noch weiter zu belasten mit einer weiteren Farm. Stimmt, Vainmine ist ja gar nicht installiert. Wow. Dann werde ich mir wahrscheinlich nochmal Vainmine dazu installieren, weiß ich nicht. Wo ist eigentlich hier mein El Magneto? Da haben wir ihn, ja. Du kannst weg. So. Haben wir schon wieder 8 Zeppelins zu bekommen. Das reicht auf jeden Fall, wenn man das so macht. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Oh, schauen wir mal. Wie sieht das jetzt hier aus? Haben wir schon? Jawohl. Exhale of the Horned Run. Dann brauchen wir Mandrake Root. Dann nehme ich jetzt einfach mal so 16 raus. 16 Eier. So, und dann Magnet ausmachen. So, da kommt der Wirbel. Und na? Mutandis! Super, so, Trick hinter da. Roven Sapling. Einfach auf etwas Pflanzliches machen und wir bekommen ein Dankeschön. Machen wir mal so. Wir haben noch 5 Stück. Nee. Spanish Moss, super. Da nehmen wir mal hier die alte Diaschere. So, und jetzt? Niete. Niete. Oh, Fallen Sapling. Super. Wir brauchen halt natürlich eine größere Truhe. Machen wir es einfach mal gerade hier. Eine. Start. Ja, Plate. Vollschreiben, nicht Pole. Flup. Iron Chest. Ich habe keine Goldplätze mehr. Ab zu dem Metallformer. Also ich bin ehrlich, ich glaube, dieses Projekt hier hat mir bisher von allen Modpacks, die ich gespielt habe, so größtenteils am meisten Spaß gemacht, bin ich ehrlich. Schön einfach mal in allen Mods wieder was gemacht. Ich habe das echt so ein bisschen vermisst, mal wieder was mit IC2 zu machen. So, das kann weg, das kann weg. Wo haben wir jetzt hier die Goldplatten? Da. Habe ich mal eine Goldchest.
Jetzt brauchen wir zwei Dias und Glas. Und mehr würde ich auch schon dann gar nicht machen als Truhe. Weil Obsidian ist ja wirklich nur Deko. Beziehungsweise, naja, es ist sicherer, aber ich glaube nicht, dass hier großartig was passieren wird. Einmal hier das Gelumpe rausholen. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Flup, 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 flup. So, können wir hier noch ein neues machen? Was fehlt mir da jetzt wieder? Was habe ich aus Versehen rausgetan? Ah ja, die Mandrake Roots. Eins, zwei, drei. Wobei ich aber auch dann fairerweise zugeben muss, ich glaube, Witcher ist ja einer der wenigen Mods, die das so super hinkriegen mit Effekten. So, weiter geht es. Ein Roven Sapling. Lilypad. Dark Oak. Lilypad. Hawthorn. Dandelion. Mist. Können wir so machen. Zack, zack, zack. Hier haben wir schon wieder neue. Ja, das ist jetzt so ein bisschen Glücksspiel. Dark Oak, Gras, Fern, Alder. Jetzt müssten wir alle drei Saplings haben. Jawohl. Rowan, Alder und Hawthorn. Ich glaube, mehr brauchen wir auch wirklich gar nicht. Ich schaue mir mal noch ganz kurz das Rezept von der Redstone Tube an. Drop of Luck, Refined Evil, da, ja, 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 da passt schon. Jetzt mal ganz kurz hier. Soul of the World. Ja, passt. Super. Dann können wir das Mutantes trotzdem mal hier reinpicken. Hauen den Rowan Sapling hier hin. Ein wenig Bone Meal. Bone. Zack. Stimmt, hier war ja fast Leaf Decay drin. Da sind mir so ein paar Sachen, die ich gerne mal vergesse. Zeppelins können wir auch mal hier reintun. Ich will einfach jetzt mal schauen, dass ich so von jedem Baum so ein bisschen was habe. So, das reicht schon von denen. Dann Alder. Vielleicht haben wir ja das Glück und kriegen schon einen. Na? Ne, hier ist jetzt keiner gespawnt. Ich möchte jetzt auch nicht mehr großartig noch die Gegend hier erweitern. Ich glaube, das ist das, was wir wirklich brauchen werden. Wahrscheinlich drüben noch ein bisschen für Blood Magic. Witchery werde ich ja echt nicht so groß aufbauen müssen. Also ich werde wahrscheinlich noch so einen kleinen Dschungel hier hinpflanzen. So ist es nicht. Nur ich will jetzt nicht so ein großartiges Mörderteil wieder drüben hinbauen. Ey, Deutsch, was ist das hier geworden? Willst du nicht mehr groß bauen? Nein, ich will für Witcher nicht groß bauen. Blood Magic wird schon noch groß aufgebaut. Ey, wieso willst du nicht für Witcher groß auf? Ja, kommt schon noch. In einem irgendeinem anderen Modpack, was ich wahrscheinlich nicht spielen werde. Nee, ich bin ehrlich, Witcher ist einer meiner Hassmods. Die Idee dahinter ist cool, bin ich ehrlich, aber ich bin einfach kein Freund davon. So. Damit haben wir auch davon genug. So, jetzt aber mal zum Altar. Altar! Wir haben Exhale of the Horned One, Breath of the Goddess. Ja, gut, das können wir mal durchlaufen lassen. Da brauchen wir Birch Saplings. Oh, davon haben wir gar nicht so viele.
Machen wir jetzt noch ein paar. Herzlichen Glückwunsch. Habe ich so wenig Birken gepflanzt und gefällt? Wieso sind die Dropshots von denen so scheiße niedrig? Ich hatte wahrscheinlich einfach nur Pech gehabt. Da sieht er jetzt schon was anders aus, aber trotzdem noch sehr wenig. Ansonsten mache ich den nächsten Baum mal mit einem Croc und hoffe, dass da ein bisschen mehr rauskommt. Das werde ich jetzt auch mal machen. Ja, das sieht schon mal besser aus. Ja, lassen wir mal so. Dann machen wir mal drei zum Sch Machen wir vier hier zum Schutz rein. So, und das können wir dann auch mal abschmoren. Nennen wir es ja mal. So, wir brauchen Stone Bricks. Haben wir davon welche? Nein, aber wir haben Stone. Das ist also gar kein Thema. Das machen wir dann einmal. So. Komm, da fällen wir noch ein paar Roven Trees. Haben wir noch ein paar davon. Suppi. Vielleicht können wir uns da wirklich schnell hier durchmogeln. Ich weiß, ein Kettle und so weiter werden wir noch bauen müssen, aber ich habe einfach gar keinen Bock auf dieses Mod, bin ich ehrlich. Also es gibt Mods, die schöner sind, gibt auch Mods, die schlimmer sind, ich weiß, aber... Exhale of the Hound Run. Water Bottles. Haben wir Flaschen da? Ich weiß, eine sitzt hier gerade vor dem PC. Badumts. Zack, zack. Sehr schön, das erste Breath of the Goddess. Das heißt, ein Altar haben wir fertig. Wir brauchen drei Stück, das heißt, wir machen mal sechs Stück. Naja, wenn es halt von dem hier geht. Den pflanzen wir dann auch schon mal hier hin. Halt so gut es geht. Ja gut, den haben wir schon mal zusammen. Und tada. Ja, wir haben hier natürlich sehr, sehr, sehr geringe Altarpower. Das konnte man aber auch noch verbessern mit einem Artana. Können wir das schon mal machen? Ja. Mana Pearl haben wir. Living Wood Tricks sollte kein Thema sein. Mana Pearl. Living Wood. Und Gold ist gar kein Thema. Ja, komm, machen wir gerade so. Wie lange ist die Folge eigentlich schon? 14 Minuten, alles klar. Okay, das haben wir. Artana. Bringt also nicht so wirklich viel weiter. Dann einen Wither Skeleton Skull. Sehr schön. Ein Chalice. Brauchen wir einen Tier und Stone und Whiff of Magic. Ja.
Ja, gut, ne? Was ich aber erstmal jetzt machen würde, wären vielleicht die Fume Tunnels, heißen die so? Fume Funnel, genau. Da brauchen wir 5 Buckets. Oh, wir haben gerade 10. Dann die Lava Drum. Also, die stehen noch da. Boah, ich hab mich im Moment erschrocken. Iron Blöcke. Bars. Und Glowstone. So, Fume. Das konnten wir jetzt einfach hier so draufpacken, genau. Okay, das kommt hier rein. Das machen wir so. Und dann hier den Fume. Oh, lassen wir mal sein. Ich weiß nicht, wie ich so drauf komme. Können wir davon noch einen machen? Ah, das hat sich aber verbunden. Okay. Also, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat das jetzt eine erhöhte Chance, dass wir hier die Elixiere, sag ich mal, rausbekommen. Boah, scheint zu wirken. Wofür haben wir jetzt mal Würfel auf Magic gebraucht? Ich hab's schon wieder vergessen. Eier für eine Tune Stone. Wofür haben wir den gebraucht? Den haben wir doch so mein. Für ein Chalice? Genau, den brauchen wir aber auch für den Blattaltar. Wurf auf Magic. Okay. Wie viele Level haben wir eigentlich hier? Ach, nur 1100. Können wir hier irgendwo Lava abzwacken? Na? Sehr schön, gönn dir. Na, da war Kohle. So, das da hin unten Mana Diamond. Vielleicht können wir ja demnächst auch schon mal anfangen mit. Wie heißt es? Terrasteel. Halt, das. Das Wunder, das Woven. Das wollte ich behalten. Du kannst aber das hier dafür nehmen. So. Ja, das scheint schon eine ganz gute Chance zu haben, so. Dann machen wir noch mal so. So, so. So und so. Okay. Und dann machen wir da drüben das Rezept schon mal rein für den hier. Genau, Moment, da brauchen wir wieder ein Alchemical Furnace. Den möchte ich vielleicht schauen, ob wir den heute noch fertig kriegen. Wobei. Da brauche ich wieder Birch Saplings. Ja, wir versuchen das jetzt mal. Ich will den Blutaltar heute fertig kriegen, dann. Weil dann gehe ich. Lade ich gleich noch was hoch. Und gehe dann schön gemütlich zur Arbeit. Und dann heute Mittag machen wir, wenn ich wieder da bin,
Schön ein wenig Blood Magic. Wäre ich fast schon wieder drauf reingefallen. Stab da rein. Haben wir. So. Das brauchen wir. Hol ich da, sondern da. Das. Das. Moment. Mana Steel und Living Rock. Wir können gleich Blood Magic machen. Oder vielleicht sogar später. Da tue ich das einfach hier rein. Die werde ich auf Vorrat craften müssen. So, wie war das jetzt mit Birch, ne? Wood haben wir genug, nur keine Saplings. Ich will mal so ein paar haben. Weißt du was? Wir machen jetzt hier schon mal. Wir machen es jetzt risikohaft, aber safe. So. Ja. Wie gesagt, risikohaft, aber safe. Und wir haben es schon. Wir haben schon unseren Blutaltar fertig. So. Blattalter. Tada. Gut, dann baue ich da jetzt noch offscreen drüben eine Plattform hin. Mache mich jetzt aber mal so langsam fertig für die Arbeit. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich bin aber heute Mittag schon wieder da und mache ein wenig Blood Magic. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und tschüss.